Ich war 20 Jahre jung und mit dem festen Plan, eine große Künstlerin zu werden, nach Paris gekommen. Man vom Boulevard Saint-Germain in die Rue du Dragon ein, kam man zu der kleinen, aber weltweit bekannten Librairie Calligramm von Fritz Picard. Fritz Picard ist stets der Mittelpunkt einer Unzahl von Berühmtheiten wie von jungen Unbekannten. Menschen jeglicher politischer und künstlerischer Richtung, Herkunft und Nationalität. Die Begegnungen und Gespräche mit ihnen erweiterten meinen Horizont geradezu explosionsartig. Spektakel für die, die ihre Augen nicht in der Tasche haben. Meine Augen hatte ich noch nie in der Tasche stecken, aber in Paris wurden sie weit und weiter, groß und größer. Voulez-vous un petit cours de frappe?